Hallo Freunde, chinesischer Night Vision Safe Driving Assistant Kunst. Ich grüße euch. Ich habe heute mal wieder was ganz Neues für euch und ich bin der Meinung, wenn ich richtig recherchiert habe, dass ich der erste deutschsprachige YouTuber bin, der das Lenmodo Night Vision Safe Driving Assistant System vorstellt. Das ist ein Night Vision, also ein Nachtsichtsystem für das Fahrzeug. Super spannend. Und habe ich schon erwähnt, dass ich vermutlich der erste deutschsprachige YouTuber bin, der das vorstellt. In dem Zusammenhang möchte ich euch danken, dass ich überhaupt in der Lage bin, jetzt solche spannenden Produkte vorzustellen. Denn auch wenn mein YouTube-Kanal jetzt nicht so groß ist, beziehungsweise ich jetzt nicht so viele Abonnenten habe, wie vielleicht der ein oder andere, populärere Kanal, so macht es doch die Qualität der Community aus. Und nicht nur die reine Masse. Denn ihr seid alle sehr aktiv, ihr schreibt mal viele Kommentare und ihr gebt mir im Moment auch ein fantastisches Verhältnis zwischen negativen und positiven Bewertungen. Das ist ganz wunderbar und ich danke euch viel zu selten dafür, dass ihr mich so stark supportet. Denn eben wie erwähnt, das gibt mir jetzt die Möglichkeit, auch mal was ganz anderes zu testen. Das wurde mir nämlich von einem Hersteller zur Verfügung gestellt, hier das Testgerät, eben dank euren starken Supports. Was ist das? Das ist ein Nachtsichtgerät fürs Auto. Das kann man sich im Auto installieren. Das habe ich natürlich auch schon gemacht, auch wenn das jetzt hier alles noch so hübsch verpackt ausschaut, weil ich das nämlich wieder hübsch verpackt habe, nur für euch, damit ich euch noch ein Unboxing präsentieren kann. Aber ich war mit dem Teil schon unterwegs gewesen, im Auto, nachts. Mir war das vorher gar nicht bewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Dieses Gerät soll nämlich ermöglichen, dass man nachts nicht nur besser sieht, sondern da kann man eben auch zum Beispiel über Nebel oder bei aus Gründen auch immer eingeschränkter Sicht mithilfe des Geräts besser sehen. Klarere, bessere Sicht. Wie genau, das erkläre ich euch später. Wir machen jetzt direkt nach dem Intro ein kleines Unboxing. Da zeige ich euch das Gerät selber, dass ihr erstmal überhaupt eine Vorstellung von dem System bekommt. Es gibt im Übrigen zwei verschiedene Ausführungen. Es gibt einmal ein Night Vision System, das habe ich. Und es gibt noch ein Night Vision System with Rear View Camera. Also mit einer Rückfahrkamera, wie das immer so schön in irgendwelchen schlecht übersetzten Amazon-Beschreibungen ausgedrückt wird. 1080p, also in Full HD, in Farbe und Bunt. Und eben für die Nacht geeignet. Verstärkt unglaublich stark das natürliche Licht, was eben noch übrig ist. Also heißt das natürlich von mir aus, das künstliche ist eigentlich egal, wo das Licht herkommt. Und, ach, ich verrate jetzt schon zu viel. Jetzt kommt das Intro und danach schauen wir uns das mal an und dann erkläre ich euch, was das genau ist. Viel Spaß. Schön. Ich verlinke euch im Übrigen das Angebot in der Videobeschreibung. Das kann man auch bei Amazon kaufen, das kann man auch direkt beim Hersteller kaufen. Ich verlinke euch einfach alles, was es da so schön gibt. Aber nun zum Unboxing. Ihr wollt jetzt sicherlich sehen, was das eigentlich genau ist. Der Karton gibt ohnehin jetzt nicht viel mehr her. Und hier, das meine ich. Das ist halt angehakelt Night Vision System. Und es gibt noch ein Night Vision System mit Rear View Camera. Habe ich aber nicht. Aber ganz ehrlich, diese Nachtsichtfunktion finde ich eh viel, viel spannender als eine Kamera zum Einpacken. Schön. Das ist jetzt erstmal das Gerät selber, was man dann im Auto installiert. Ja, wie ihr seht, ich habe alles wieder sehr schön eingepackt. Es gibt zwei verschiedene Befestigungsmethoden, das ist jetzt ein Teil davon. Und hier gibt es noch einen lustigen Karton mit lustigem Inhalt sowie eine Gebrauchsanweisung. Gebrauchsanweisung, ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Die Bedienung und auch der Aufbau, das ist praktisch selbsterklärend. Ich dachte auch am Anfang so, boah, als ich das ganze Zubehör ausgepackt hatte, meine Güte, wie umständlich kann das nur werden? Aber war letztendlich gar nicht so gewesen. Lenmodo West, so heißt es eigentlich richtig, oder West, Night Vision Safety Driving Assistance. Machen wir mal die Display-Schutzfolie runter. Dann haben wir das 8,4 Zoll große IPS Full HD Display. Es ist natürlich notwendig bei einer Nachtsichtkamera, dass das Display auch entsprechend gut ist. Und deshalb IPS, auch Blickwinkelstabilität, wenn man nicht frontal drauf schauen kann. Es kommt darauf an, wo man sich das im Auto installiert. Und hier auf der Rückseite, da haben wir die Kamera. 1080p, HDR. Und das ist, die hat halt Nachtsicht. Schaut nach hinten raus, liefert nach vorne das Bild. Reichweite 300 Meter, also die Sichtweite. Schön, hier oben noch die Bedientasten. Das ist aber sehr übersichtlich. Power und Taster in der Mitte. Aber bei mir hat sich das Gerät automatisch eingeschaltet, als ich das dann mit Strom versorgt hatte. Aber das zeige ich nachher noch. Die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Ich habe jetzt, wie gesagt, also ich kann das jetzt hier natürlich selber direkt nicht zeigen, weil ich keinen Kfz-Anschluss habe. Hier im Studio, dürfte klar sein. Aber ich habe alles notwendig aufgezeichnet, dazu kommen wir noch. Schön. Befestigungssystem, das ist denkbar einfach. Wir haben unten eine Aufnahme. Und es gibt zwei verschiedene Befestigungssysteme, die werden jeweils mitgeliefert. Und es gibt sogar einen kleinen Schraubenzieher, hier.
Also da ist im Großen und Ganzen alles dabei. Es ist auch schon die Vorbereitung für die Einparkkamera dabei, nur eben, dass die Einparkkamera selber fehlt. Schön. Gehen wir das mal ganz kurz durch. Also hier haben wir eigentlich den einen Anschluss, der direkt aus der Kamera rausschaut. Und hier ist dann entsprechend der Kabel dazu. Das können wir dann hier verbinden. Und einmal kann man jetzt noch die Einparkkamera mit anschließen und hier Strom. Ganz einfach. Und Strom bekommen wir wiederum aus den Zigarettenanzünder. Da hat den wirklich jedes Auto. Muss man einfach nur verbinden. Und jetzt haben wir auch ein sehr langes Kabel. Ja. Für den Fall, dass halt der Zigarettenanzünder ein bisschen weiter weg ist, keine Ahnung, das mal flexibel ist. Dann einfach rein. Hier ist eine LED, die anzeigt, ob der Zigarettenanzünder auch Strom liefert. Und schon geht's los. Schön. Jetzt gibt's zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man hängt von der Windschutzscheibe. Entweder man hängt es von der Windschutzscheibe ab, also so. Halt hängend, nicht wahr? Und dann kullert das hier unten dann, das ist hier so ein Kugelkopf, kann ich auch ein bisschen locker machen und lässt sich jetzt hier in 360 Grad, lässt sich überhin bewegen, kann man, hier gibt's nochmal ein zusätzliches Gelenk und das Ganze natürlich, wow, es ist aber festgemacht von mir jetzt. Schön. Also gibt's hier verschiedene Möglichkeiten, das ist dann auch so noch in Stufen und hiermit kann man es natürlich dann festsaugen. Okay. Wenn man das nicht abhängen möchte von der Windschutzscheibe, dann kann man es auch auf den Armaturenbrett drauf machen. Erstmal haben wir hier noch so kleine Füße, Klebefüße, nicht wahr? Und dann hätte man hier diese Gummimatte. Die ist unten gummiert, oben passt das hier genau rein, wie man sieht. So, zack. Und dann das Ding, wie gesagt, hier ist die Aufnahme. Die Schraube muss dafür natürlich dann raus und dann so drauf. Ne? Könnt ihr es euch bildlich vorstellen? Ich hoffe schon. Wie gesagt, ich kann, hier habe ich ja jetzt die Stromversorgung nicht, aber egal. Ich wollte euch das jetzt erstmal technisch alles zeigen. Schön. Wie gesagt, Schraubenzieher ist noch dabei, dann noch ein OBD-Anschluss. Ich muss zugeben, ich glaube, der ist auch für Strom, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Für alle, die was damit anfangen können, die wissen jetzt Bescheid, dass es OBD noch gibt. Und hier nochmal das Gerät selber gezeigt. Also wie gesagt, es ist schön groß, es ist ein IPS-Panel, 8,4 Zoll in der Diagonale. Hier oben eben mechanische Tasten zur Bedienung und dann kann man dann auch einstellen. Logischerweise kann man das Bild dann auch drehen, weil die Bedienung ja einmal eben so stehend wäre oder eben abgehängt. Dann ist das Ganze auf dem Kopf. Nicht wahr? Das macht das Ganze dann eben noch so ein bisschen kompatibler. Das ist ja auch ein bisschen vom Auto abhängig, wie das aufgebaut ist. Und manchmal passt eben so ein großes Ding dann nicht noch mit rein. Oder man bevorzugt es einfach anders. Sollte jetzt ja auch möglichst nicht die Sicht stehlen. Die Verarbeitung macht soweit einen guten Eindruck. Man sieht das jetzt auch so ein bisschen angeschrägt. Wir haben Chromelemente und Tasten haben guten Druckpunkt. Ich bewerte das gerade so ein bisschen wie ein Smartphone. Die Bedienung ist auch sehr schnell. Kurz gesagt, die Performance startet auch sehr schnell. Und dann kann man eigentlich auch direkt loslegen. Man muss da jetzt nicht irgendwie ewig warten, bis sich das Teil gebootet hat, bevor man dann endlich in die dunkle Nacht entfleuchen kann. Auch gerne dann im Übrigen ohne Beleuchtung. Ja, übernimmt ja dann eben dieses Nachtsichtgerät oder das Night Vision System. Schön. Ich weiß, ihr seid jetzt echt gespannt darauf und wollt wissen, wie sich das denn in der Praxis genau verhält. Habe ich euch erstmal so gezeigt, jetzt hier im Studio und jetzt werden wir dieses aber verlassen. Also ich mache jetzt bloß einen Cut. Aber danach spiele ich euch meine Aufnahmen von letzter Nacht ein. Aber bitte bedenkt, ich konnte jetzt natürlich nicht meine große Kamera mitnehmen. Das habe ich dann alles mit meinem Meizu 16 gefilmt. Das ist schon ein sehr gutes Telefon und hat das auch vergleichsweise gut hinbekommen. Aber ich habe mir das bereits angeschaut, dein Computer. Ich bin der Meinung, dass das Meizu 16 die Qualität von dem Monitor nicht wirklich realistisch eingefangen hat. Das Bild ist noch besser. Es hat, ich denke mal, es reicht schon aus, dass ihr das erkennen könnt. Also ihr seht, wie dunkel es ist und wie krass der Monitor bzw. dieses System die Umgebung dann aufhält und als recht helles Bild dann wieder endlich wiedergibt. Aber meine Möglichkeiten sind beschränkt und es ist zugegebenermaßen auch das erste Mal, dass ich diese Form von Video gemacht habe. Normalerweise mache ich hier nur diese On-Table-Reviews für euch und normalerweise auch nur Smartphones, aber wie gesagt, ich fand das spannend und ja, war dann gestern wirklich Mitternacht dann auch außerhalb hier ein bisschen unterwegs gewesen mit dem Auto und hatte auch noch eine Kamerafrau dabei, die mir dabei noch geholfen hat, das Ganze eben zu filmen. Und ich hoffe, ihr findet es unterhaltsam und spannend, so wie ich es fand, das Ganze zu testen. Und jetzt spiele ich euch das einfach mal ein und dann könnt ihr ja sehen, wie das genau funktioniert und ausschaut. Okay, wunderbar. Ich habe das Gerät jetzt hier bei mir im Auto aufgebaut und jetzt zeige ich euch ganz kurz die Funktionen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Hier oben sind die Funktionstasten, die ich euch gezeigt hatte. 7 Stück, wenn ich mich nicht irre. Den ersten Button, der ist bei mir jetzt nicht unbedingt sinnvoll, weil der die Rückkamera einschaltet. Die habe ich aber nicht, das gibt es dann nochmal extra. Und kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. Jetzt kann ich mit dem Menü-Button durch das Menü durch. Der hat mir zuerst Helligkeit. Dann Kontraste. Jetzt kann ich das sozusagen noch ein bisschen, das Bild noch ein bisschen einstellen. Kolorierung, also Farbsättigung. Ich lasse es jetzt aber alles auf Grundeinstellungen, weil ich da finde ich das ganz okay. Und hier kann ich das Ganze auf den Kopf stellen, je nachdem, ob ich das Ding jetzt von der Windschutzscheibe runterhängen möchte oder ob es irgendwie bei mir steht. Wunderbar. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das war es dann gewesen. Rotation, nein, wir können auch die Sprache einstellen zwischen Englisch und Chinesisch. Ich lasse mal lieber Englisch und wir können das Ganze nochmal resetten. Und das war es im Großen und Ganzen.
Also ich fahre jetzt gerade auf dem Parkplatz rum, der ist noch beleuchtet, aber das wird sich demnächst ändern. Wenn ich auf die Straße fahre, denn die ist unbeleuchtet. Ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich mich nicht selbst von dem Bildschirm ablenken lasse. Ich bin ja selber gerade, ich mache es ja selber gerade zum ersten Mal. Und finde das ziemlich fancy, die Idee. Schön. Also, jetzt langsam noch. Ich werde im Übrigen die Beleuchtung nicht abschalten, also nicht die von meinem Fahrzeug, weil das ist mir dann, also, das macht man nicht. Ich muss ja weiterhin sichtbar bleiben für andere Verkehrsteilnehmer. Die werden wahrscheinlich mich keine Nachtsichtkamera im Auto haben. Schön. Also wie man sehen kann, oder ich mach mal ganz kurz das Licht aus. Krass, ich kann wirklich mit dem Monitor fahren. Das ist echt krass. Okay, aber das reicht. Das ist ja. Ich muss ja selber auch noch sichtbar bleiben für andere Verkehrsteilnehmer. Also die Straße ist jetzt an sich unbeleuchtet, bis auf die Ampel und bis auf das Licht von meinem eigenen Fahrzeug. Und wir sehen, wir können extrem weit schauen. Das ist schon echt krass. So, gut. Ich halte jetzt so ein bisschen die Klappe, ich fahre einfach ein bisschen geradeaus und ihr könnt euch das Bild anschauen. Ups, falsch gegangen. Wunderbar. Also jetzt sehen wir, jetzt kann man es sehen, also hier ist jetzt wirklich extrem wenig. Mein Auto leuchtet immer noch. Doch, der hat so eine LEDs. Okay, ich kann mein Auto nicht komplett tot machen. Es leuchtet immer irgendwas an mein Auto. Okay, also ich habe solche LED-Streifen, die sind jetzt trotzdem noch an. Allerdings, die bieten dir extrem wenig Licht. Und es ist übrigens krass. Ich kann jetzt alles sehen. Wir fahren jetzt weiter. So, wunderbar. Schön. Okay, jetzt seht ihr nochmal so ein bisschen die Umgebungsbeleuchtung. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. Und tja, was soll ich sagen? Es ist schon ein praktisches kleines Gadget. Und ich denke mal, das reicht jetzt so an demonstrativen Aufnahmen. Ich hoffe, ihr habt mich gut gehört. Ansonsten gebe ich jetzt wieder zurück ins Studio und dann machen wir dann noch meine kleine Auswertung. Jetzt kannst du abschalten. Schön. Zurück im Studio. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleiner Clip. War wie gesagt, für mich ja schon so ein kleines Projekt gewesen, das Gerät dann wirklich in der Praxis zu testen. Weil Praxistests für mich in der Regel ja einfach nur bedeuten, neues Telefon einzurichten und dann meine Karte reinzustecken und das dann einfach zu benutzen. Aber das war dann schon mal ein bisschen was anderes und hat auch ein bisschen mehr Vorbereitung benötigt. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und ich war ja nur live dabei gewesen, könnte man sagen. Auch wenn ich mich auf die Straße konzentrieren musste, habe ich natürlich auch immer das auf den Bildschirm beobachtet. Ja, Lichtquellen, die sind natürlich dann recht hell, ja, die stören das Bild so ein bisschen. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man eine ausreichende Straßenbeleuchtung hat, dann braucht man natürlich wiederum das Nachtsichtgerät nicht. Das zeigt seine Leistung ja erstmal so richtig, wenn es wirklich ziemlich dunkel ist. Aber das sind Eigenschaften von jedem Nachtsichtgerät, davon mal abgesehen, dass helle Lichtquellen dafür sorgen. Aber ich habe auch gelesen in der Gebrauchsanweisung, dass ein so richtig hell ist, was weiß ich. Ich habe es nicht ausprobiert, wenn man tagsüber fährt, dass dann der Bildschirm sogar weiß wird. Aber wie gesagt, das ist ein normaler Effekt von Nachtsichtgeräten, wenn man eben damit eine Lichtquelle filmt. Da ist dieses System hier auf jeden Fall unterstützend gedacht. Also Anwendungsgebiet ist auf jeden Fall, also abgesehen davon, nachts, ist ja ein Nachtsichtgerät, auch wenn es zum Beispiel neblig ist oder bei starkem Regen, dass es dann auch mal so ein bisschen die Sicht verbessert. Letztendlich ist es natürlich etwas ziemlich Spezielles und auch für einen speziellen Personenkreis gedacht. Deshalb freue ich mich ja auch, dass der Hersteller mir das zur Verfügung gestellt hat, damit ich das vorstellen kann, weil das eben ein nicht so populäres Gerät ist. In der Praxis, so als kleines Fazit, wie gesagt, ich fahre extrem selten nachts. Ich habe vorher schon gesagt, bevor ich das Video eingespielt habe, das Kleine, dass ich das mit meinem Smartphone, mit dem Mate 16 aufgenommen habe und es ist allgemein schwer, alle, die sich damit auskennen, wissen das, so eine selbstleuchtende Lichtquelle nachts aufzuzeichnen, dass es vernünftig ausschaut. Da verliert ja auch immer meinen Fokus, das ist nicht so ganz einfach. Ich kann nur sagen, ich habe es ja, wie gesagt, in der Praxis gesehen, das Bild ist der Hammer. Draußen ist es so unglaublich dunkel und man sieht halt nur so weit, wie die Scheinwerfer leuchten können, aber das Teil guckt weiter. Das guckt einfach weiter. Das ist total krass. Aber es ist ja nicht nur, dass man so weit schauen kann, sondern erstmal, wie stark das aufgehellt ist. Das finde ich schon krass. Und auch, wie detailreich das Ganze noch ist. Zumal es ja auch farblich ist. Habt ihr auch gesehen, es gibt ja verschiedene Einstellungen noch, um das noch zu optimieren. Das ist dann natürlich immer ein bisschen situationsabhängig. Kann man durch das in den eigenen Bedürfnissen noch anpassen. Ich habe die Bedienung ja gezeigt. Aber normale Nachtsichtgeräte, da ist ja dann alles
so grünlich. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch bei dem Monitor, das ist bei diesem System, ist das ja nicht so. Man bekommt echt ein richtig krasses Bild. Schön. Habe ich euch das heute mal gezeigt? Also mal etwas wirklich komplett anderes. Ja, wer sich dafür jetzt noch ein bisschen genauer interessiert, vielleicht auch noch ein bisschen für die Details und wie der Hersteller das alles so bewirbt, findet ihr denn die Verlinkungen unten in der Videobeschreibung. Also einmal direkt eben zum Hersteller. Aber gibt es auch von Amazon. Ich glaube sogar mit Versand aus der EU, wenn ich mich nicht irre. Also bei mir war es ziemlich schnell da. Ich glaube, die haben das Warenlager sogar in Deutschland. Ich hatte eine Versandzeit von 2-3 Tagen. Wie dem auch sei, da könnt ihr nochmal nachschauen, wie der Verkäufer das Gerät selber präsentiert. Also mir war dieses System hier komplett neu gewesen. Und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft noch irgendwelche anderen spannenden Produkte irgendwie testen darf. Deshalb auch nochmal eben Danke an euren Support, weil, keine Ahnung, es hat alles mal so ganz klein angefangen mit dem ein oder anderen Gebrauchtgerät von eBay. Und nun bin ich wirklich in der Lage, Produkte zu testen, die wirklich, ja, ich bin der Meinung, ich bin der Erste, der ein deutschsprachiges Video dazu macht. Und ich hoffe, das wird sich in Zukunft auch weiter so entwickeln. Wunderbar. Deshalb, ich freue mich wie immer auf einen kleinen Like von euch oder abonniert vielleicht meinen Kanal, falls ihr neu hier seid. In der Regel natürlich eher dann wieder für China Technik, hier Beispiel das i5 Mini 4S, ist gerade mein Daily Tablet. Aber vor allem Smartphones. Da habe ich auch schon wieder, also bei mir stapeln sich im Moment die Testprodukte. Da könnt ihr euch noch auf einiges gefasst machen, wenn ihr bis dahin Langeweile habt. Ihr wisst Bescheid, kommt auf moschus.de. Da stelle ich immer mal wieder irgendwelche Produkte vor, die es gerade besonders günstig gibt. Oder es gibt verschriftlichte Formen meiner Videos, also übernimmt mal der gute Daniel. Ist auch mal sehr interessant für all diejenigen, die meine Reviews, meine Videos eben für zu lang finden, die können sich dann einfach die Texte dazu durchlesen. Ihr findet aber auch Angebote in Bezug auf Flash-Sales, in Bezug auf Gutscheincodes oder Abverkäufe. Da will ich auch heute noch was schreiben. Das Ligutia 8S zum Beispiel gibt's gerade spottbillig, das ist echt unglaublich. Da schreibe ich noch was. Könnt ihr vorbeischauen, könnt ihr einen Schnapper schlagen. Gerade für alle diejenigen, die für um oder unter 100 Euro ein Smartphone suchen. Schön. Ihr könnt euch im Forum anmelden, auch wenn ich gerade selber überhaupt gar keine Zeit habe, das mich darum zu kümmern, könnt ihr aber gerne untereinander diskutieren. Ich möchte euch da ein bisschen eine Plattform bieten, damit ihr euch gegenseitig helfen könnt. Denn man muss ja irgendwo immer noch sagen, die ganzen chinesischen Markenprodukte sind teilweise hier echt unterpräsentiert und da versuche ich ja gerade eine Community zu bilden und Plattform aufzubauen, dass man da einfach mal ein bisschen Informationen auch halt in Deutsch halt daran bekommt. Wunderbar. Dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.